Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Multiplayer. Wieder und endlich mal wieder mit dabei, der Homer. Juhu. Wir spielen heute eine Map, die ich ungefähr seit, ich glaube, gefühlten 8 Milliarden Jahren nicht mehr gespielt habe. Also eigentlich überhaupt nicht übertrieben, die Zahl. Und zwar Teheran Highway heißt die. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht so oft gespielt habe. Die ist, glaube ich, im Rush-Modus oder so, ist die auch ziemlich kacke. Vielleicht habe ich mich da mal so geärgert, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, wie gerade schon zu sehen. Direkt wieder umgefallen. Ja, wir sind jetzt mitten in der Runde eingestiegen, aber es sind noch 700 Tickets auf beiden Seiten fast übrig. Von daher habe ich gesagt, kannst du das eigentlich auch direkt aufnehmen. Ja. Ich hoffe, wir können hier irgendwas reißen. Ich kenne die Karte, wie gesagt, super, super schlecht. Einige haben auch so, es gibt da so witzige Kommentare dann unter den Videos, die sagen dann auf einmal so, du bist schon Colonel 100 und weißt so wenig vom Battlefield. Leute, um das mal ganz kurz nochmal zu klären, ja. Nur mal so. Ich bitte euch einfach nur mal darum, nehmt mal gleichzeitig auf und wisst dann noch alle Details über Waffen und sonst irgendwas. Ist nur mal so ein Tipp, macht es mal bitte. Es ist nicht ganz so einfach. Der Homer wird das vielleicht bestätigen, wenn man die ganze Zeit labert und dann halt quasi sich auch noch auf die Einzelheiten da konzentriert. Dann sind so, sind so Namen wie von Waffen sind auch total egal. Wen interessiert das? Hauptsache, man spielt gut im Spiel. Also, man ist gut im Game einfach drin. Also, ist meine Meinung. Ja, muss ich mir zustimmen. Ja. Also, wie gesagt, viele haben dann auch gesagt, lass dir nochmal in Ruhe und was weiß ich. Finde ich auch gut, dass mich da Leute verteidigen. Aber ihr so, müsst es einfach mal, ich meine, viele von euch nehmen wahrscheinlich auch auf und sowas, und die werden das einfach auch wissen. Das ist, wie gesagt, nicht immer so easy peasy, dass man dann, es gibt vor allem so viele Waffen, es gibt ja auch so viel Zeug hier in dem Spiel. Ich kenne nicht alles mit Namen, ich bin auch kein Waffennah in dem Sinne. Also auch, ist nicht mein Hobby jetzt, irgendwie rumzubaddern oder sonst irgendwas. Also, ist einfach nur ein Spiel und da versuche ich halt so gut wie möglich zu sein. Aber wenn ich dann mal ein paar Sachen nicht weiß, Leute, dann ist das so. Ja. Kann man nichts von ändern. Kann ja trotzdem Spaß haben, auch wenn ich nicht alles weiß. Ja. Ja, ist doch so. Bist du bei den Russen? Wo bin ich? Ja, ich bin bei US, ne? Bist du bei... Achso, du bist bei den Russen, oder was? Alter, bis wir mal zusammen ins Squad kommen, ist nicht der Hammer, ey. Ja, sicher! Wow, boah, Alter, jetzt... Oh, fuck. Oh, ich konnte... Konnte ich nicht. Oh, dieser scheiß Server, wo man nicht wechseln kann. Ach ja, übrigens. Vielen Dank an die Programmierer für diese Kacke. Na, letztens hat nämlich auch noch einer gesagt, hat auch einer ein bisschen geflamed unter dem Video, warum ich denn gesagt hätte, endlich mal in einem Squad zusammen und so, dass das mal geklappt hat. Da meinten die alle, klappt doch eigentlich recht häufig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns allein. Ja, am Arsch, Alter, das ist wirklich, wenn man irgendwo auf dem Server joint, egal ob man in einer Gruppe zusammen ist oder nicht. Man ist meistens auf einer anderen Seite und das nervt echt, das nervt mich zu Tode. Ja. Also wenn man doch zusammen schon vorher in Group-Chat geht und auch schon zusammen ein Team bildet, so eine Art, dann sollte das irgendwie auch möglich sein, gleichzeitig irgendwo auf einer Seite zu joinen. Und ja, deswegen ist das schon was Besonderes für mich, wenn das mal klappt. Auf jeden Fall. Ich probiere jetzt mal was, einfach nochmal neu zu starten und neu reinzukommen. Ja. Vielleicht bin ich dann direkt in deinem Team. Who knows? Eigentlich, so wie ich gerade merke, ist die Map aber eigentlich ganz cool. Also ich bin jetzt zwar nicht wirklich voll am Abrocken, aber ich finde die sieht ziemlich cool aus. Mit diesem Setting, mit den Brücken und so. Das ist, glaube ich, auch einer der einzigen Maps, die nachts spielen. Ja, zumindest an den alten Maps, stimmt. In den neuen gibt es ja, ja doch, da gibt es auch eine Nachtmap. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Da ist es wieder. Ich weiß nicht genau, wie die Map heißt. Interessiert aber auch keinen. So. Du es, ne? Oh, ich bin wieder Russe. Ich habe euch ja auch schon den Gefallen, ich habe auch schon den Gefallen getan, dass ich quasi mir immer die Map-Namen dann aufschreibe, also immer hinschreibe, der jeweiligen Folge zupassend. Und ja, wie gesagt, wenn man da mal ein, zwei Sachen nicht weiß, finde ich, ist das nicht so mega schlimm. Man kann ja nicht alles wissen. Ne, das sowieso nicht. Oh,
Unsere Mannschaft tut es hier gerade ein bisschen schwer, überhaupt über eine bestimmte Grenze rüber zu kommen. Aber die AS-Wahl geht eigentlich ganz gut klar, Leute. Die ist eigentlich ganz geil. Also danke für den Tipp. Ich benutze die auch selten. Das liegt aber eigentlich meistens zumeist daran, dass ich einfach so ein bisschen meine Standardwaffen habe. Und ich deswegen einfach, nicht alle Waffen immer ausprobiere, weil ich mich dann auf bestimmte Standardwaffen verlasse. Hat ja jeder. Wo, welchem Spot bist du? Oh, warte mal, dann gehen wir mal zusammen ein. Guck mal gerade, wo einer frei ist. Hotel. Alles voll. Chill. Ah, oh, rübergeswitcht, dankeschön. Ah, oh, die Scheiße. Okay, also uns fällt, also dieser Seite fällt es, ich weiß nicht, ob das immer generell so ist, aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass dieser Seite immer sehr schwer fällt, überhaupt hier was zu reißen, zu punkten. Naja, wir schauen mal. Vielleicht ist das Team aber auch gerade einfach nur ein bisschen schlecht. Das kann immer wieder sein. Bam, nimm das. Ist der ausgestiegen? Ja. Da war ein Sniper, die Sau. Alter, deine Mom. Ja, spielen wir gleich irgendwas anderes, dann bist du wahrscheinlich wieder auf meiner Seite. Aber. Ja, ich probiere es das letzte Mal nachzujoinen, wenn es nicht klappt. Ja, sonst spielst du halt gegen mich, ist auch nicht schlimm, aber es ist halt dann. Aber das meine ich, Leute, das meine ich. So einfach ist das nicht immer. Ne? Also, wenn ihr dann irgendwie so sagt, ja, bei mir geht das immer direkt oder so. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, habt ihr schlicht und einfach Ausnahmefall und Glück. Einfach nur Glück. Ja, so ist es einfach. Ich lädt ja keinen Schwachsinn. Wenn ich sage, das ist bei uns öfter so, dann ist das so. Ne? Okay, also was mir wieder auffällt bei der Map, ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich die nicht gespielt habe oft, ist, dass das so offen ist, das ganze Terrain, dass sich hier Sniper die ganze Zeit irgendwo hinstellen können. Und die ganze Map überwachen können. Das ist ja wirklich nervig hier. Ja. Alter. Da bei euch oben in die Base, da können die alles. Ja, die können einfach auf unsere Base total draufhauen die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit den Spawnpunkten ist. Oh Mann. Ja, wie gesagt, Leute, ich werde ein paar Wünsche von Waffen zwischendurch wieder versuchen zu erfüllen, aber alle geht nicht. Die AS-Wahl gefällt mir allerdings mal wieder ganz gut. Die spiele ich auch recht selten, muss ich sagen. Aber die hat das einzig Geile an der AS-Wahl ist, dass sie genug Schaden hat, um auch mit Schalldämpfer, weil die hat ja grundsätzlich einen Schalldämpfer, mit Schalldämpfer richtig, richtig gut Damage zu machen. Das finde ich ziemlich geil an der Waffe. Das hat ja auch nicht jede. Nee. So, dann nehmen wir C wieder ein. Sehr schön. Da oben sitzt ein Sniper, die Sau. Hahaha! Mit der Small ein bisschen billig, aber gerne, gerne, immer wieder gerne, Freunde. So viel dazu, ich kann damit nicht umgehen. Boah, Alter, ich habe nur zwei Schüsse mit der. Mit der Dingens gebraucht, mit der Val. Und für den einen Typen, das ist ja krass gewesen gerade. Mit zwei, ja, das ist aber nice. Ja, das ist echt krass. Mit der Waffe. Jetzt werden wieder einige sagen, das war aber eine ganze Salve. Ja, aber wie gesagt, Leute, ich finde es ja cool, dass ihr so bei den Battlefield-Sachen mit dabei seid. Ich habe ja auch so ein bisschen Herzblut für das Spiel, muss ich sagen. Mir macht das ja nach wie vor immer noch richtig, richtig viel Fun. Und ich denke mal, das wird bei Battlefield 4 dann auch nicht anders sein. Ist einfach ein cooles Spiel. Ist einfach geil eigentlich, vor allem mit Kumpels zusammen. Ist das richtig, richtig geil. Wo ist der Typ denn hingelaufen? Will ich verarschen? Läuft, wo ist der hin? Nein, eine Mom, Junge! Zeus, ja, ja, ohne Scheiß, ey. Irgendjemand hat gesagt, die AN91, da muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Wo ist die denn überhaupt? Ich sehe hier nur die A91 gerade. AN91. Das ist eine Medic-Waffe, meine ich. Ja. Ja. Ich glaub schon.
Ja, 94, vielleicht meint er die. Ah, in 94. Ja, aber ich bleib als Pionier drin, das heißt, die Wahl bleibt gerade mal aktuell. So, da oben sitzt wieder der gleiche beschissene Sniper. Geil. Mich haben auch ein paar gefragt, ob ich denn mal Call of Duty spielen würde. Um jetzt mal nicht die Debatte nochmal loszutreten, was denn besser ist, bitte, sage ich einfach mal so. Auf jeden Fall würde ich das spielen. Ich habe jetzt nichts gegen das Spiel oder so. Aber die anderen Teile habe ich jetzt einfach gerade nicht verraten. Deswegen, wahrscheinlich werde ich dann, wenn, den nächsten Teil... spielen. Wenn ein paar Leute dabei sind, dann macht das Bock. Ist halt ein super schnelles Gameplay. Das finde ich halt an Call of Duty eigentlich ganz gut. Ich finde so, alle haben so ihre Daseinsberechtigung. Call of Duty ist halt für die schnellen Battles mal gut. Da jetzt irgendwie zu sagen, dass eine ist besser oder so, die sind halt sehr, irgendwie sind die grundverschieden. So, weg die Sau. Oh fuck, da wurde einer wiederbelebt. Lass mich da hoch. Moment. Einfach mal billig mit der Small auf kleine Soldaten schießen. Ja, und wie schon ein paar Leute gesagt oder gemerkt haben, mit den Visieren, das müsst ihr mir überlassen. Also ich spiele gern ein paar Waffen, die euch so gefallen und so. Auf jeden Fall. Aber das mit den Visieren müsst ihr mir überlassen. Da suche ich mir meine aus, mit denen ich einfach am besten spielen kann. Und ich denke mal, damit sind wir dann auch irgendwie alle glücklich, weil, ja, dann mache ich nicht so schlechte Kills und bin ich insgesamt so schlecht. Weil wenn ich so ein weites, weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich so ein nahes, so ein weites Objektiv habe, womit ich recht nah an die Person rankomme, habe ich immer das Gefühl, oder habe ich immer das Problem, dass ich nicht so schnell nachkomme mit dem Nachzielen. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie immer so ungenauer. Also, ja, und deswegen habe ich lieber ein weites, deswegen habe ich immer ein weites Objektiv. Wo ich halt weit weg bin noch. Damit, irgendwie habe ich dann mehr den Überblick noch. Das finde ich irgendwie besser. Weil ganz oft ist das so, wenn man als Sniper vor allen Dingen so, man guckt dann durch sein Visier durch und sieht nichts um sich herum. Und das finde ich immer scheiße eigentlich. Bam! Voll dreckig am Lachen, ey. Oh fuck! Oh fuck! Ja, das geschieht mir recht. Ja, und der Homer hat halt momentan, wie gesagt, wenn die Leute mal keine Zeit haben, Leute, dann fragt nicht, braucht ihr nicht andauernd zu fragen, kommen die mal wieder oder so. Die kommen immer wieder, aber die müssen halt auch Zeit haben dafür. Und wenn man halt viel in der Schule oder viel auf der Arbeit oder sonst irgendwas zu tun hat und dafür keine Zeit hat, dann ist das so. Ja. Die Leute haben auch ihr Leben und das ist nicht ihr Hauptberuf. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, muss man dafür Verständnis haben. Weil Schule und Bildung und sowas geht eigentlich meines Erachtens immer noch vor. Und nicht die ganze Zeit nur am Rumspielen. Alter, ich suche euch die ganze Zeit. Jetzt stehst du da irgendwo, oder was? Wo bist du denn? Okay, nächster weg. Und ein Doppelkill. Oh, der war geil. Insgesamt 5 auf einmal. Nice. Okay, der Tipp wieder war gut. Letztens der AEK-Tipp war gut. Mit der habe ich dann richtig, richtig gut gespielt auf den Close-Quarter-Maps. Und die Aswal eignet sich sehr, sehr gut, weil die einen geringen Rückstoß auch hat, merke ich gerade. Das ist echt geil. Also vielen Dank für die Waffentipps. Wie gesagt, nicht jede kann
in die auf jeder Map benutzt werden. Da achte ich halt drauf, dass ich dann wirklich nicht noobig die Waffen auf jeder, zum Beispiel, keine Ahnung, UMP auf einer weiten Map zu nutzen, ist ungefähr so schlau wie, ich weiß nicht genau. Sniper im Nahkampf. Ja, genau. Weil die UMP ist halt, wie gesagt, die streut halt eigentlich recht viel. Wenn man damit trifft, hat die aber so einen Wumms, dass man damit locker die halbe Gegend ausräuchern, außen löschen kann. Aber das geht halt nur auf bestimmten Maps. Die Close Quarter Maps sind da halt recht, ja, einfach recht gut für. Na okay, da stand da nicht mehr. Schade. Da stand wieder einer. Okay, das haben wir kurz getroffen. Fahrzeug kampfunfähig gemacht. Wir müssen eigentlich ein bisschen mehr, ein paar Gebiete einnehmen. Das ist ein bisschen schwierig gerade. Nicht schießen. Tust du Aua Aua machen hier. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich in Ruhe! Was ist der Einzelne bei C? Der da rumgesprungen ist? Ja. Alle haben auf dich geschossen. Aber alle, ey, von allen Seiten, ey. Ja, das werden wir wohl verlieren, aber das ist nicht schlimm. Irgendwie macht das Battle gerade trotzdem Bock. Da wollte gerade einer Minen legen. Alter, die Waffe ist richtig geil, dass ich die vorher nicht so oft benutzt habe. Finde ich fast ein bisschen schade. Ja, find ich echt schade fast. Lass mal ein paar Minchen legen. Ja, lass doch die Minen da liegen. Das ist doch geil. Wenn die bei ihrer eigenen, wenn die meine Minen, die eigenen von denen aufnehmen, dann ist das doch richtig geil. So. Ach doch. Also wenn man sich ein bisschen konzentriert, ist die Map echt geil. Muss ich ja mal sagen. Ja, ich guck mal auf das Dunkle noch nicht so klar. Nur der Homer, ey. Ist einfach nur blind wie, wie so ein Maulwurf, ey. Ja, kann man nichts gegen machen. Boah, jetzt räumen wir aber ein bisschen auf. Wo sitzt er denn? Wo sitzt er? Bestimmt in dem Haus da hinten. Ja, fahr bei die Minen. Lass ihn weiterfahren. Bam. Oh, fuck. Oh, ihr habt alles eingenommen. Das kann knapp werden. Ja. Ich will was sagen. Nope, nope. Den habe ich jetzt schon 1334 Mal umgeschossen, den Typen da, der gerade gestorben ist. Ist der Hammer. Oh, ich glaube, da muss man. Alter, wie geil die Waffe ist. Jetzt ist er schon wieder tot. Ah, ist das schön. Ja, wenn wir das noch aufholen, wäre das echt awesome. Oh, fuck. Immer wenn ich irgendwas Nettes sage, dann werde ich hier wieder gefickt, ey. Meine Fresse. Oh, Mann. Jetzt bräuchte ich einen Medic. Doch, die Runde gefällt mir gut. Die gefällt mir sehr, sehr gut. We control all objectives. Wir haben euch überholt.
Geil. Da vorne stehen wieder die Drecksniper. Ja. Und zack, Fahrzeug kampfunfähig. Der Typ ist hundertprozentig ausgestiegen. Was will der auch machen? Ah, das warst du! Was? Ich? Ja, du bist ausgestiegen. Nein. Ich hab's genau gesehen, ey. Ich hab's genau gesehen. Ich doch nicht. Oh doch. Oh doch, das warst du. Aber geil. Ah, Versuch was wert. Oh, nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. So, Hilfe bei Kill. Oh, fuck, der ist stehen geblieben. Lol, scheiße. Okay, das Einzige, was anzeigt, sind die ganzen Sniper auf der Map, aber gut. Was wollen die auch anders machen teilweise? Der ist doch hundertprozentig ausgestiegen. Ist der Typ hingelaufen? Tja, so kann's kommen. Da ist ein Sniper. Ja, leck mich. Ja, leck mich. Glitsch ich mich immer so in das Haus rein. Alter, da hat mich der T90 mit der richtig dicken Wumme kaputt gemacht. Spür. Ja, ist so. Ist so. Ist Solan. Ist Solan, ey. Okay, auf der einen Seite ist der Sniper, auf der anderen Seite ist der Tank. Was ist das schlimmere Übel? Ich weiß es nicht. Ich bin leider kein Medic, sorry. Nicht getroffen. Nein, du Arschgesicht, ey. Du Arschgesicht, Alter. Das war nicht mit Animation, aber... Pass auf, ey, wer jetzt stirbt, ey. Wo bist du? Bist du noch da? Der Wichser, wa? Alter, ich lieg direkt neben dir, du Penner. Lass mich mal wieder. Wiederbeleb mich mal wieder. Ja, wird ja auch Zeit, ey. Meine Fresse, du brauchst aber auch lange. Ach, herrlich, ey. Aber du hast mich nicht richtig gemessert. Die Animation war nicht da. Nee, leider nicht. Okay, B wird gerade eingenommen. Ey, ich seh gerade nicht, lol. Ich seh gerade nicht. Nein! Deine Mom, ey! Danke. Wow. Tja. Alter. Oh, Sniper. Hab ich mitgekillt.
Ah. Sind sie beide drauf gegangen. Nice. Ja, einige haben sich auch gewünscht, dass ich die Dinges nehme mal, die Magnum. Das mache ich jetzt einfach mal, auch wenn ich damit wirklich richtig, richtig gut bin. Ne? Ich wollte euch halt eigentlich einfach nicht zeigen, wie geil ich damit bin, weißt du? Ich wollte euch nicht, dass ihr euch schämt dann. Ja. King Zora! Ja, der kennt Zelda. Moment. Trifft die? Ja, die trifft. Nice. Oh, der hat mich getroffen. Shit. Ach, da steht... Oh, what the fuck? So nicht, Junge. So nicht. Lol, ich hab doch gerade so ein Rotpunktvisier gesehen. Ja, okay, das kam von hinten. Aber auf der Map geht so einige Action ab, ne? Das ist schon geil. Oh ja. Also man stirbt zwar recht häufig so, aber irgendwie geht hier gut die Action ab. Immer die Person einfach so nett mit dem... So die Entscheidung. Hm. Schieße ich jetzt mit der Small auf den Panzer? Oder schieße ich jetzt... Oder schieße ich jetzt mit der Small auf den einen Typen, der direkt vor mir steht? Ich entscheide mich meistens für den Typen. Würde ich mich auch machen. Ach ja, schön. Boah, ich bin so richtig eingekesselt, der kommt nicht aus der Base raus. So, ich habe mit der Magnum einen erschossen, Freunde. Jetzt ist auch gut. Mehr muss ich nicht zeigen, oder? Einer geht noch. Oh, ich muss gleich mal mein Perk da wechseln. Gerade nicht so geschickt hier. Wann kommt man eigentlich in euer Gebiet oder kann man hier noch lang? Ja, ich glaube, hier geht noch. Da ist der Homer bei D. Hey, wo? Was? Hilfe! Hinter dem zerstörten Haus steht der. Zerstörtem Haus? Nein. Ah, tot. Von Derp D. Hart. Ah, schon 7-mal. So gehört sich das. Oh. Ja, hier wäre die Map wäre recht prädestiniert, auch mal ein bisschen rumzusnipern, aber habe ich gerade keinen Bock drauf. Weil hier hast du richtig, richtig lange Abstände, wo du gut zielen kannst. Okay, also die Runde ist eh gleich vorbei, deswegen ist das eh egal. Aber natürlich haben wir das nochmal rumgerissen, das war ja auch zu einfach. Aber ich glaube, auf beiden Seiten ist das so. Sobald man die Map in seine eigene Base eingekettet ist, kesselt ist, kommt man da einfach nicht mehr so schnell raus. Hier auf der Map zumindest. Ja. Das ist recht schwierig. Hier gibt es ja keine Luftfahrzeuge, wo man irgendwie rüberfliegen kann. Oder nee. So. Das stimmt. So. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir die jetzt vollwertig gespielt haben, war jetzt was anderes. Ich lasse jetzt noch gerade die Ribbons wieder durchlaufen und dann schauen wir mal. Lautloser Jäger. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.